Hallo Menschens, die ihr mich abonniert habt und euch das Video jetzt hoffentlich in der Abo-Box angezeigt wird. Oder die, die ihr eine Notification bekommen habt, weil ihr diese tolle Glocke natürlich aktiviert habt. Wir werden jetzt heute tatsächlich mal dieses super krasse Fragen-Antworten-Gebumse-Video machen. Guess what? Unser Urlaub ist ins Wasser gefallen, deswegen mache ich das Ganze jetzt irgendwie einfach so. Ich habe halt quasi eigentlich geplant gehabt, das irgendwie im Hotel aufzunehmen oder sonst wo im Urlaub. Aber ja, Corona. Von daher habe ich mir gedacht, mache ich das einfach jetzt über den Tag verteilt. Also wir werden heute noch zu den Eltern meiner Freundin fahren und da einen nicen Lachs grillen. Werde ich euch probably zeigen. Wird lecker schmecker, I guess. Und auf dem Weg dahin dachte ich mir, werde ich immer mal wieder ein paar Fragen beantworten. Ich glaube übrigens, dadurch, dass es relativ viele waren, werde ich nicht alle beantworten können. Aber wir nehmen ein paar. Um direkt mit der ersten anzufangen, darf ich die erste Frage sein? Ja, gefolgt von, darf ich die erste Frage sein? Nein. Ich weiß, mega witzig. Lachs. Okay, kurz Update. Wir wollten eigentlich bei den Eltern meiner Freundin das aufnehmen. Da war es aber zu kalt, das war gestern, heute ist heute und deswegen machen wir das jetzt so, dass hinter der Kamera persönlich in die Kamera nimmt und mich was fragt und ja, ich stelle mich hier hin. Wird toll. Okay, die wichtigste Frage am Anfang. Wann kommt Lal? Nächste. Hat dir dein Beruf gefallen? Wie waren deine Arbeitskollegen und hast du teilweise noch etwas mit ihnen zu tun? Mein Beruf als Zimmerer damals hat mir schon gefallen, ja. Irgendwann zum Ende hin dann eigentlich nicht mehr so sehr. Das war aber das Problem, weil die Firma so ein bisschen, ja, so ein paar Faxen gemacht hatte, was, ja, so gewisse Dinge anging. Mit meinen Arbeitskollegen habe ich eigentlich gar nichts mehr zu tun. Überhaupt nicht, auch nicht mehr mit denen aus der Ausbildung oder so. Okay, wann kommt Lal? Wenn der Mond der kracht. Was feierst du mehr? Arc Genesis, PvE oder Arc Revival, PvP? Nachdem ich mit Genesis jetzt durch bin, Revival. Okay, das sind direkt zwei Fragen. Wird es ein offizielles Abo-Treffen von dir mal geben? Das sind Sachen, da kann man, glaube ich, dran denken, wenn man ein paar hunderttausend Abonnenten hat oder so. Wie hast du deine Frau kennengelernt und was sagt sie zu deinem YouTube-Beruf? Antworten, was soll ich denn dazu sagen? Ich kann nur sagen, wo ich sie kennengelernt habe. Das war auf so einer typischen Dorfkind-Party. Was? Das war wunderschön. Freibad, Feier mit Live-Musik. Sehr romantisch. Sag ich auch doch fest. Location Wechsel. Das ist übrigens das Bad, es ist fast fertig. Welche Map magst du am liebsten und warum? Warum so viele Arc-Fragen? Island, weil ich damit am meisten positive Dinge verbinde. Erfahrungen. Ja. Weiter mit den Arc-Fragen. Wie hast du Arc für dich entdeckt? Ja, wir stehen hier. Durch Dodo Wars damals, als ich das gesehen habe. Das erste Dodo Wars, dachte ich mir, Alter, das sieht übel geil aus und das ist voll sick und... Ja. Wie lange hast du allgemein vor zu streamen, beziehungsweise was würdest du danach gern machen? Wieder in deinem alten Beruf zurück oder so? Na, ich glaube wahrscheinlich nicht. Ich denke, ich werde auch noch als Opa streamen. Dann nenne ich mich Caper. Wie sieht es aus mit der Wohnung? Ja, noch nicht so gut. Also wir gehen ja jetzt die Locations ein bisschen durch. Locations vor allem. Badezimmer fast fertig? Es ist noch sehr schleppend, leider. Und das ist fucked up. Locationwechsel, Schlafzimmer oder wenn man das so nennen kann. Und wir filmen nicht umher, weil hier sieht es aus wie ein Haufen Scheiß. Kennst du Beam etc. persönlich? Nö, persönlich nicht. Aber ich weiß übrigens auch, da war direkt mal eine andere Frage, wie ich Beam kennengelernt habe. Die kann ich direkt mit beantworten. Und zwar war das durch Atlas damals. Da, beziehungsweise eigentlich über Maulwurfen, weil ich zufällig Maulwurfen mal in der Counter-Strike-Lobby getroffen hatte und dann gemerkt hatte, jo, das ist doch der hier von Beam und bla, und dann haben wir halt Counter-Strike zusammen gezockt und irgendwann kam dann halt Atlas und Maulwurfen meinte dann zu Beam, ey, hier kannst du mit dem zusammen, wir können ja Allianz machen und so, der ist cool und ja, so hat sich das dann halt ergeben. Und der Rest, den kennen wir. Und nein, ich kenne keinen von beiden persönlich. Wann kommt Lal? Wann kommen die Loyfacts? Oh Mist, falscher Channel. Ah, witzig. Deine Top und Flop 5 Spiele, die du gespielt hast. Uff. Fangen wir mit Top an. Zelda, Ocarina of Time, auf jeden Fall. Mario 64. Man muss ja Ark mit reinnehmen. Also Ark beim Flop und Top. Counter-Strike natürlich, Top. Ich würde sagen, ganz klassisch Top noch Pokémon Blau oder Pikachu wieder. Also Gelb. Gibt's noch Flop? Atlas, definitiv ein Flop. Ah, dieses Island-Spiel, wie hieß das? Stranded Deep, glaube ich. Ultra scheiße. Hab mich richtig abgefuckt, dass ich mir das damals gekauft habe. Oh, dieses Anno. Dieses Zukunfts-Anno. War scheiße. Yep. Danke. Boah, ich weiß was. Aber da weiß ich nicht mehr, wie es heißt. Das war so ein Unterwasser-Battle-Royale mit Taucheranzug und sowas. Ah, oh, ich erinnere mich. Wie hieß das nochmal? Egal, weiter. Hast du Hobbys außer Zocken? Nicht mehr, seitdem ich keinen Sport mehr mache. Weiter geht's. Wo hast du Neon kennengelernt? Der hat damals Scheiße gebaut auf meinem Server und ich habe ihm Einlauf verpasst. Und dann hat er irgendwie weniger Scheiße gebaut und noch weniger Scheiße. Und dann hat er gute Dinge getan und jetzt ist er wieder ein Penner. Hallo Sir Kay, mal eine durchschnittliche Frage. Wechselst du deine Cap-Farben quartalsweise?
Nein. Was mag deine Freundin am meisten an dir? Ich sag da nichts. Könntest du dir vorstellen, The Forest oder andere PvE bzw. Survival Games zu spielen? Wer ist denn Survival? Ja, aber da muss ich halt einen Anflug von Kreativität für haben, wie ich das umsetzen möchte. The Forest hast du doch schon mal gespielt, oder? Ja, das sind über zwei Jahre her oder so. Hast du eigentlich noch doll Arschweh? Das geht. Nicht mehr so wirklich. Für wen würdest du deine Heterosexualität ablegen? Jensen Ackles. Wie kamst du auf Lal? Ja, keine Ahnung. Ich glaube, der Hauptgrund war, ich wollte Arc-Content bringen, aber ich hatte keinen Bock mehr auf PvP. Zumindest nicht an so reinsuchten PvP und ich wollte da eher was für mich machen. Und der Rest hat sich eigentlich so entwickelt. Das sieht man dann ganz gut durch die Videos durch. Die haben irgendwann einfach ihren eigenen Stil bekommen. Bekommen wir in dem Video eine Explosion? Hier. Wann kommt der 24-Stunden-Stream? Nächste Frage. Bekommst du von deiner Freundin schon Mach mir endlich einen Antrag-Blicke? Ich glaube nicht. Cake W? Cake W. Kommt das Ach W-Emote? Das gibt's schon. Cake. What the fuck? Küche! Gehst du mal ein Bier oder zwei mit mir trinken? Unter 5 geht nichts. Wie viele Spielstunden hast du in Ark? 4000. Machst du YouTube hauptberuflich oder könntest du es dir vorstellen? PS, feier deine Videos mega, vor allem momentan Genesis. Mach ich ja quasi, aber halt nicht nur YouTube, sondern eigentlich hauptsächlich Twitch. Für die, die es nicht wissen, ich komme eigentlich von Twitch und YouTube kam danach. Was ist deiner Meinung nach das beste Ark-DLC? Denke Aberration. Wie geht's dir jetzt nach deiner OP und hast du deine Zockerecke schon vernünftig eingerichtet? Es geht mittlerweile ganz gut, habe ich ja schon gesagt. Aber jetzt, ja, nee, es reicht halt zum Aufnehmen, aber es ist noch nicht annähernd so, wie es sein soll. Warum wirfst du Geld für Urlaub raus? Das sehe ich ja jetzt gar nicht mehr. Korrekt, tue ich nicht. Welches Spiel interessiert dich dieses Jahr am meisten? Also im Moment interessiert mich Warzone. Was noch nicht existiert oder was noch nicht rausgekommen ist, was mich sehr interessiert ist. Wie heißt es? Valorant? Der Riot Games Shooter halt. Bist du schon in die neue Wohnung eingezogen? Wenn man das so nennen kann. Was ist dein Lieblingsessen? Burger. Wie alt bist du? 29. Wie siehst du das Thema Corona? Fuck up. Aber für mich persönlich ändert sich nicht viel, weil ich sowieso eigentlich immer zu Hause bin und nur zum Einkaufen rausgehe. Aber grundsätzlich schon ziemlich abfuck alles, ja. Wie gut kommst du eigentlich mit Gato klar? In Revival und so wart ihr ja Gegner. Gibt es Chancen für gemeinsame Videos? Ja. Das gibt nicht nur Chancen. Gato soll im nächsten La-Video drin sein. Blaue Fliesen. Gäste-WC. Ist Mayonnaise auch ein Instrument? Warum hast du dich Kay genannt? Das ist nicht unbedingt schwierig, das ist einfach nur eine Ableitung von meinem Namen, weil ich Kevin heiße, der erste Buchstabe meines Namens ist ein K, das bedeutet im Englischen Kay, also Kay. Magst du Bäume? Nee, sind furchtbar. Fuck. Hey Kay, was war dein peinlichster Moment in deinem Leben? Ich glaube, als ich als Kind mal vom Baum gefallen bin, mit der Hose hängen geblieben bin, hab mir die Hose aufgerissen und bin in einem Haufen Scheiße gelandet. Also in so einem riesigen Haufen Scheiße, den so ein Bauer da hingekippt hat, so hier Gülle von Kuh. Aber es war eigentlich gar nicht so krass peinlich, das hat halt nur ein Kumpel von mir gesehen, aber es war trotzdem schon ziemlich scheiße. Warum ignorierst du immer den Ort Drache? Kommt da noch eine Frage, oder? Magst du Bratwurst? Bin ich ein Blali? Wann ist deine Wohnung fertig? Wenn ich das wüsste. Keller! Yay? Ja moin, alles fit bei dir. Kannst du vielleicht mal eine Solo-PvP-Serie machen? Also eine, die lange dauert und wie du auch richtig reinschwitzt, vielleicht auf dem Offi mit Gato oder so. Ich denke seit längerem schon drüber nach, das zu machen. Aber ist halt zeitintensiv und deswegen muss ich gucken, wann und ob tatsächlich. Mal schauen, vielleicht. Wichtige Frage. Nutella mit oder ohne Butter? Eigentlich gar nicht. Wow. Hast du vor, mal deinen Instagram-Account aktiv zu betreiben, also als Influencer mit Einblicken in den Alltag? Ja, keine Ahnung. Instagram ist halt so ein Ding. Ich mache halt Fotos, wenn ich dann mal Fotos habe oder was überhaupt was habe, was man zeigen kann. Das passiert halt nicht so häufig, weil ich immer drin bin. Und ja, im Moment ist halt sowieso Corona-Bums, da kommt man eh nicht rum. Also grundsätzlich ja, allerdings geht mir dieses Story-Ding noch nicht so rein. Mal gucken. Willst du noch zum Abschied was sagen?